Dokumente schützen. Dieses Video zeigt, wie Inhalte von Dokumenten in LibreOffice geschützt werden können. Die einzelnen Methoden werden beispielhaft in Reiter dargestellt. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter Wir öffnen Reiter. Wir öffnen die bestehende Arbeitsdatei Anleitung für die Formularsuche für eine Steuererklärung. Ein Dokument schützen wir, indem wir im Menü Datei speichern unter Wählen. In der Dialogbox Speichern unter aktivieren wir das Markierfeld mit Kennwort Speichern. Wir können noch den Namen der Datei festlegen. Wir klicken auf Speichern. In der Dialogbox Kennwort setzen können wir ein Kennwort eingeben und bestätigen. Zusätzlich kann unter Optionen noch die Dokumentenfreigabe als schreibgeschützt gesetzt werden. Wir klicken auf OK. Wir können nun die Datei schließen. Um den Schutz eines geschützten Dokuments aufzuheben, öffnen wir das Dokument und geben dabei das richtige Kennwort ein. Wir klicken auf OK. Um die Datei wieder ohne Schutz zu speichern, wählen wir den Menübefehl Datei speichern unter die Markierung bei mit Kennwort speichern, heben wir auf und klicken Speichern. Wir können nun die Datei schließen. Wenn wir unser Dokument vor Überarbeitung schützen wollen, wählen wir im Menü Bearbeiten, Änderungen verfolgen, Veränderungen schützen. Wir geben ein Kennwort ein und bestätigen es und klicken OK. Wir heben den Schutz vor Überarbeitung auf, indem wir im Menü Bearbeiten, Änderungen verfolgen, Veränderungen schützen wählen. Wir geben das richtige Kennwort ein. Für eine Grafik oder einen Rahmen in Reiter zum Beispiel, können wir den Schutz separat einschalten. Wir doppelklicken auf das vorher angewählte Bild oder den Rahmen. Es öffnet sich die entsprechende Dialogbox, Bild oder Rahmen. Im Reiter Optionen können wir festlegen, was wir schützen möchten, Inhalt, Position und/oder Größe. Um den Schutz zum Beispiel für eine Grafik oder einen Rahmen wieder aufzuheben, doppelklicken wir auf das Bild oder den Rahmen. Es öffnet sich die entsprechende Dialogbox, Bild oder Rahmen. Im Reiter Optionen können wir festlegen, welchen Schutz wir aufheben möchten, Inhalt, Position und/oder Größe. Der Schutz für Zeichenobjekte und Formularobjekte kann über das Menü Format, Objekt und Form, Position und Größe, Registerposition und Größe, eingeschaltet werden. Wir aktivieren das Markierfeld Position oder Größe. Der Schutz für Zeichenobjekte und Formularobjekte kann über das Menü Format, Objekt und Form, Position und Größe, Registerposition und Größe auch wieder ausgeschaltet werden. Wir deaktivieren das Markierfeld Position oder Größe. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter